Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crafting Idle Clicker. Es geht weiter. Gleich eine Folge im Anschluss nehme ich auf. Ja, dieses Leder. Ne, das ist irgendwie ein Pelz oder so ein Schafspelz. Der wird jetzt researched, braucht noch 5,5 Minuten. Ich kann für Gold, kann ich hier einsetzen, dass schneller gesucht wird. Hier seht ihr 5 Minuten 20 auf 2 Minuten 40 und das halbiert sich halt immer weiter. Ich kann hier mehr Punkte reinsetzen zum Erforschen. Machen wir mal 10 Punkte, das reicht erstmal. So, wir waren hier stehen geblieben, die Erklärungen zu lesen. Wenn wir nicht zuschauen, also wenn wir offline sind, das Spiel aus ist, dann dauert es länger zum Produzieren. Und zwar sind es nur 40% des Speeds. Ne, hier Money Achievement auch noch. Also 45% des normalen Speeds haben wir nur, wenn wir nicht spielen. Research Speed ist ganz normal. Also wie schnell das halt sucht. Vendor. Weiß nicht, was Vendor ist. Keine Ahnung. Achso, Vendor ist vielleicht der automatische Verkauf. Hier, Auto Sell with Vendors. Level 3 brauchen wir dafür. Vendor Size kann also 4 Items aktuell verkaufen pro Zyklus und der Speed, ja, wie schnell das halt gemacht wird. So, verkaufen, 8700, die Bögen verkaufen, kriegen wir nochmal schön 96.000 Gold und wir können hier einen neuen Produktionszyklus nebenbei erstellen. Was ist das? Pelz, Schafspelz, wie auch immer, oder irgendein Pelz. Machen wir immer höher hier. Kriegen wir 8 pro Cycle dazu. Und jedes Mal kann ich das für 500 verkaufen. Kriege also hier 5500 Gold. Extrem viel Gold ist das. Erstmal. Zumindest sieht es für mich viel aus. Was brauche ich hier? Ich brauche 5 Punkte, um zum nächsten Level voranzuschreiten. Und hier ist das Leder jetzt. Heißt, ich brauche 50.000 Gold. Sollte kein großes Problem sein. Pfeil habe ich 624 und Holz 1200. Oh, ich mache gar kein Plus. Machen wir hier eins ganz kurz, damit ich immer eins Plus mache. Und Leder wird hergestellt. Jetzt werden also ein Pelz benutzt, um 3 Leder herzustellen. Bin also immer noch im Super Cycle mit jetzt plus 8, plus 9. Und die bringen 1800 Gold pro Leder. Zack, 48.600. Können wir hier ein bisschen aufrüsten. Hier vielleicht auch gleich noch. So. 6 Leder gibt es jedes Mal zu. Und dann als nächstes gibt es Schuhe. Da brauchen wir 4 Leder für einen Schuh. Ich glaube, das kostet 200.000 oder so, was es kostet. Schon wieder keine Pfeile mehr. Weil ich vorhin alle verkauft habe, ich Dödel. Man sollte wirklich nur Endresultate verkaufen und nicht hier die Zwischenmaterialien. Weil die bringen erstmal kein Gold. Und brauchen wir einfach zu lange, um die nachzuproduzieren. So, hier kriegen wir 100.000 Gold. Hier kriegen wir auch nochmal 100.000 Gold. 60.000 sind es, okay. 85.000 und jetzt werden die Boots hergestellt. Und ihr seht hier, ein Schuh kostet 26.000 Gold. Oder kriegen wir für 26.000 Gold verkauft. Nächstes ist dann das hier. Ich werde das einfach mal alles ein bisschen runter machen, was ich hier nicht brauche. Was haben wir hier? Hier kriegen wir jetzt schon 3 Punkte. Acht Schuhe, bam, 208.000 Gold. Wir müssen gleich noch aufrüsten, denke ich mal hier. Zack, jetzt brauche ich 8 Leder. Das kann ich aber nicht alles herstellen, brauche also noch etwas Gold, um das hier aufzurüsten. Und jetzt sind wir wieder über grün, sehr gut. Kann man hier noch ein bisschen erhöhen, damit wir dann diese Produktion dann noch erhöhen können. Also man muss eigentlich immer von hinten versuchen zu erhöhen. Wenn man hier jetzt hier aufrüsten würde, da muss ich gucken, was wird hier weniger.
dass ich dann halt wieder aufrüsten muss. Mal auf Level 100. So. Die auf Level 10. Die Pfeile müssen mal ein bisschen höher. Auf Level 20 vielleicht. Und die kommen auch Level 20. Okay, die Klaps sind einfach, die sind zu teuer. Die darf ich nicht mehr erhöhen. Machen wir mal. 125 ist mal wieder 5 Holz dazu bekommen. So, was brauche ich hier für Leder? Brauche ich dann dafür? Und ich kriege eigentlich, ich weiß gar nicht, was das ist. Und hier wird das dann auch noch. Komm, lass alles offen. Sieht besser aus. 1,5 Millionen, glaube ich, sind das jetzt, die ich brauche. 2 Leder brauche ich dafür. Komm, mal ein bisschen klickern hier. Guck mal, kein Leder mehr haben. Wie viel habe ich hier noch? 4 nur noch. Okay. Da wird es rot. Wow, wie produziere ich denn hier bitte schön, dass das nicht ins Minus rutscht? Heftig. Und wie viel sind es hier? 36. Also ich kriege jedes Mal 22 pro Cycle dazu. Und ich glaube, so viel, so schnell kann ich gar nicht klickern, wie viel ich da produziere. Ah, doch, jetzt habe ich kein Leder mehr. So, verkaufen und ich kriege 1 Million. Und 1 Million Gold. Setzt man die Achievement Offline Production Bonus zu 10%. Hier seht ihr jetzt, die gibt einen Bonus. Money Achievement hier von 1,12 hatte ich vorhin gehabt, auf 1,25 sind von 40% auf 50% hoch und wir können das bauen. Und hier kriege ich 44.000 pro, was ist denn das? Eine Waffe? Sieht danach aus, ne? Und jetzt kriege ich hier schon 3 Punkte. Das ist dann nicht wirklich viel. Bald gibt es den Lederarm, ich muss auf jeden Fall Leder erhöhen. Alle verkaufen. Na, hier bringt es nicht wirklich mehr viel, das ganze Zeug hier. Und das kann man runter. Ah. Timing hat nicht viel Gold. 20 Gold ist jetzt nicht wirklich viel. Millionen muss ich dafür bezahlen. Bam. Sehr toll. Ich würde ganz gerne mal die Dings in andere darstellen. Geht das irgendwie? Leider nicht. Also die Zahlen halt wirklich in den Millionenbereich und nicht irgendwie eh, hast du nicht gesehen. 10 Millionen brauche ich jetzt. So, 1 Million. Das Leder wird gesaugt. Ich kann es aufrüsten, aber ich hätte immer mehr machen. Zack. 3 pro Zyklus. Kostet das viel? 302.000, naja. Naja. 2 Millionen, fehlen noch 6,25 Millionen für die Lederarmor. Und damit immer noch ein Plus beim Leder. Wie viel bringt das Leder? 1.800, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich überhaupt gar nicht. Ich könnte anscheinend. Ja. New Income Multiplayer mal 4. Okay. Restart in Next Town. Level 3. Und jetzt fange ich wieder von vorne an.
Ah, ich lasse es mal in der Mitte. Sets Level Achievement Income Bonus zu 4. Heißt, jetzt kriege ich 4 Gold pro Stück. Und der Research bleibt. Sehr gut. So, ich kann das bauen. Ich habe kein Holz. Achso, vielleicht muss ich mal aufrüsten. Das wäre nicht schlecht, ne? Also 40 Gold kriege ich jetzt pro Klapp. Heftig. So, Pfeile. Zack, her damit. Bogen kriegen wir auch gleich. Da. Ich brauche ein wenig mehr Pfeile. Ich brauche wieder mehr Holz. Und den Bogen kann ich für 1000 verkaufen. Ich habe keine Pfeile mehr. Dann habe ich ja mehr Holz. Okay, das ist schon krass. Was auch, wenn man so viel Geld bekommt. Dann kann ich dir das Rawhide machen. Wo ist es? Ah, da oben wurde es hingelegt. Okay. Und hier kriege ich 1000 pro. Das ein bisschen erhöhen. So, Vendors available. Könnte ich also theoretisch hier einen kaufen. Ach, guck mal, was macht ihr jetzt? So, ich kann hier jetzt sagen, er verkauft 4 pro Stück. Pro Cycle. Krieg jetzt also immer das Gold dazu. 4000. Ups. Speed Boosters, okay, möchte ich nicht. Leather. Das hat das End-Item, das heißt also hier ist es in Ordnung, dass es so ist. Oh, ich kann mal ein bisschen mehr. Dass der 8 pro Cycle verkauft. 12. Da brauche ich ein bisschen mehr Holz. Jetzt kriege ich immer 12.000 Cell vom Storage. Das kann man hier sagen. Achso, dass wir vom Storage verkaufen. Das heißt, aus dem Storage rausverkaufen. Das macht keinen Unterschied, glaube ich. Ich sehe den Sinn dahinter nicht so richtig. Okay, also jetzt kriege ich die ganze Zeit super Gold dazu. Jetzt kann ich für 81.000 den nächsten kaufen. Und das ist nutzlos, das Ding. Also Klapp sollte ich demnächst dann nicht mehr machen. Das lohnt sich da einfach nicht mehr. Dann lieber auf die Bögen setzen. Kann man verkaufen. Zack, kriegen wir 600.000 Gold. Dann wird der Schuh erstellt. Und den Schuh können wir verkaufen. Zack. Ich brauche mehr Leder. Und hier verkauft er jetzt halt jedes Mal 3 Stück, das mir halt 150.000 Gold bringt. Was bedeutet denn Time Warp? Achso, wenn wir jetzt eine Zeit machen würden, würden wir halt 4 Millionen pro Sekunde, pro Minute kriegen. Gut. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Ich werde gleich noch eine weitere Folge Crafting Idle. Ich werde so lange spielen. Oh, ich habe einen Speed Boost. Wollte ich doch gar nicht. Habe ich den automatisch bekommen, ja? Du bekommst diesen Speed, okay, automatisch für 15 Minuten. Okay. Gut. In Ordnung. Ja, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Crafting Idle Kicker. Ciao.